Das Jahr 2023 war für die Freibäder der Jena Bäder und Freizeit GmbH wieder eine erfolgreiche Saison. Schon in den ersten Sommermonaten schrieben die Verantwortlichen Besucherrekorde. Insgesamt nutzten über 130.000 Besucher in diesem Jahr die Jenaer Freibäder. Das sind rund 20.000 mehr als im Vorjahr. Die Verantwortlichen sind mit dieser Zahl trotz der Herausforderungen der Freibadsaison zufrieden. Man kann sagen, es war ein durchwachsener Sommer. Es gab Hochs und Tiefs und das spiegelte sich natürlich auch in den täglichen Besucherzahlen wider. Es gab Tage mit Besucherrekorden schon zu Beginn der Saison, als es sehr sommerlich gestartet ist. Es gab dann Tage, bei denen zumindest unsere Stammgäste zu Besuch kamen, weil das Wetter nicht ganz so gut war. Und es gab sogar Tage, an denen wir schließen mussten oder die Öffnungszeiten verkürzt waren. Insofern sind wir froh, dass dann der Sommer nach den Sommerferien nochmal Fahrt aufgenommen hat und nochmal Besucher zu uns kamen. Das war auch der Grund, warum wir dann im Oktober nochmal 3 Tage die Öffnungszeiten verlängert haben. Und allein an diesen Tagen kamen nochmal 800 Gäste in das Jena Südbad. Insgesamt kamen mehr als 52.000 Badegäste in der gesamten Freibadsaison in das Südbad. Das waren etwa 10.000 mehr als im vergangenen Jahr. Und auch das Ostbad lockte mit 77.000 Badegästen ebenfalls rund 10.000 Besucher mehr als in der vorherigen Saison an. Da die Freibäder nun für den Besucherverkehr schließen müssen, haben die Verantwortlichen auch für die kühle Jahreszeit etwas Besonderes für ihre Gäste geplant. Es geht natürlich nahtlos weiter, indoor, in unserem Freizeitbad Galaxy. Da sind gerade die Herbstferien mit einem bunten Programm am Start, aber auch in unserem Schwimmparadies Jena. Dann kann man natürlich im Wellnessbereich sich täglich erholen oder auch in der Saunalandschaft schwitzen. Und da wartet auch im Oktober schon ein Highlight auf uns mit der nächsten Saunanacht. Ganz herbstlich wird es da, wo sich die Gäste erholen können und Kraft tanken. In den Freibädern fangen nun die ersten Arbeiten an, um die Becken winterfest zu machen und vor Kälte und Frost zu schützen. Anschließend werden die Bäder für den Betrieb in der nächsten Freibadsaison vorbereitet. Diese startet dann wieder traditionell am 1. Mai.